Behind His Mask. Eine Stexpert-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 16. Point of View. Stegi. Diese Nacht schlief ich erstaunlich ruhig und auch der nächste Morgen verlief verhältnismäßig gut. Ich hatte so viel Spaß wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr und endlich hatte ich mal meine Familie komplett hinter mir lassen und hatte an andere Sachen denken können. »Soll ich euch heute Basketball beibringen?« fragte Tim uns irgendwann grinsend. Polly nickte eifrig, während ich eher mäßig begeistert war. Ich war nicht besonders groß und gerade Basketball lag mir nicht. Tim hingegen war der Quarterback unserer Schulmannschaft. Bei jedem Spiel wurde er aufgestellt. Bei jedem Spiel wurde er bejubelt. Trotzdem folgte ich den beiden Braunhaarigen zum Spielfeld. Der Größere hatte schon einen Basketball aus unserem Zimmer geholt. »Wisst ihr ungefähr, worum es geht?« fragte Tim, während er mit dem Ball dribbelte. Patrick und ich nickten. »Gut«, meinte Tim schmunzelnd. Er warf mir den Ball zu und ich fing ihn schnell auf. »Probier einfach mal den Korb, das zu treffen, Stegi.« Er lächelte mir zu. Ich sah auf den Korb, auf welchen er zeigte. Als ob ich den treffen würde. Da war doch viel zu hoch. Meine Hände zitterten leicht, als sie den Ball umschlossen. Ich wollte Tim nicht enttäuschen. Langsam ging ich in die Knie und fixierte mit meinen Augen den Korb. Dann sprang ich ab. Der Ball flog in Richtung Korb und prallte knapp einen Meter daneben auf. Ich seufzte leise. Tim sah zu mir. Ich sah das Lächeln auf seinen Lippen. Schnell verschränkte ich die Arme vor der Brust und sah ihn gespielt beleidigt an. »Ich kann das nicht«, formte ich mit den Lippen. Er musste lachen. »Ach komm schon, Stegi. So schlecht war das gar nicht. Komm, ich helf dir mal.« Der Braunhaarige schnappte sich den Ball und kam dann zu mir. Er warf ihn mir zu und ich fing ihn in letzter Sekunde auf. »Siehst du? Wenigstens hast du keine Angst vor Bällen. So was hatte ich auch schon.« Ein leises Lachen drang aus seinem Mund. Es war so ein wundervolles, warmes und tiefes Lachen. Unsicher sah ich zu ihm hoch. Er stand inzwischen direkt vor mir und hatte seinen Kopf leicht zu mir herabgesenkt. Ein herausforderndes, aber doch liebes Lächeln lag auf seinen roten Lippen. »Mach es nochmal so wie gerade«, forderte er mich auf und ein kleiner Schauer schoss aufgrund seiner tiefen Stimme an meinem Rücken hinab. Ich nahm den Ball wieder in die Hände und hielt ihn dann hinter den Kopf. Gerade wollte ich in die Knie gehen, als ich große, warme Hände spürte, welche sich an meine legten. Ich sah auf und bemerkte, dass Tim jetzt direkt hinter mir stand. Er hatte seine Hände auf meine gelegt und führte somit den Ball. »Sieh mal«, murmelte er leise. Seine Stimme war jetzt direkt neben meinem Ohr. »Du musst den Ball so über der Stirn halten.« Eine leichte Gänsehaut kroch meinen Körper entlang. Ich versuchte, mich auf den Ball und das, was Tim erklärte, zu konzentrieren, doch irgendwie wollte es nicht so recht funktionieren. In seiner Nähe fühlte ich mich irgendwie so unwohl. Aber war es wirklich Unbehagen? Ein wenig Angst war auf jeden Fall da. Die hatte ich in dem halben Jahr, in dem wir uns kannten, zu haben gelernt. Aber ich fühlte mich nicht gerade unwohl. Im Gegenteil. Ein geradezu angenehmer Schauer hatte sich auf meinem Rücken ausgebreitet und alles an meinem Körper schien angenehm zu kribbeln. Nur, was war das? Wieso fühlte ich das? Konnte ich Tim wirklich vertrauen? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich bemerkte, wie Tim wild mit seinen Händen vor meinem Gesicht herumfuchtelte. »Bist du noch da?« fragte er belustigt. Ich blinzelte kurz und sah dann zu ihm auf, direkt in diese wundervollen, klaren, braunen Augen. Schnell nickte ich. »Also«, flüsterte Tim und führte meine Hände in die endgültige Position. »Und da musst du werfen.« Ich sah kurz zu ihm auf, doch schon spürte ich, wie er sanft meine Hände nach vorne bewegte und dann mit etwas Nachdruck den Ball in Richtung Korb beförderte, wo er auch prompt im Netz landete. »Genau so machst du das jetzt nochmal alleine.« Ich spürte Tims warmen Atem an meinem Ohr und erneut zuckte ich leicht zusammen. Vorsichtig hielt ich den Ball über meiner Stirn und versuchte mich daran zu erinnern, wie Tim meine Hände geführt hatte. Leicht ging ich in die Knie und dann sprang ich ab. »Siehst du?« Tim lachte leise. »Geht doch.« Ein glückliches Lächeln breitete sich auf meinen Lippen aus. Ich hatte es tatsächlich geschafft. Und das ohne Schwierigkeiten.
Ich werf Tim einen kurzen Blick zu, welcher mich anerkennend ansah. Ich musste leicht auflachen. Den Grund dafür wusste ich nicht mal selber. Vielleicht war es, weil ich endlich jemanden gefunden zu haben schien, der mich doch mochte, obwohl ich die ganze Zeit dachte, er würde mich hassen. Vielleicht war es, weil Tim sich so geändert hatte. Vielleicht war es, weil ich in diesem Moment alles um mich herum vergessen konnte. Mia, Mom, einfach alles. Vielleicht war es, weil er mich einfach gerade so glücklich machte und mir ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Hätte mir jemand noch vor weniger als einer Woche gesagt, dass Tim mal derjenige werden würde, mit dem ich Basketball spielte, mit dem ich lachte, an den ich mich klammerte, wenn ich bei einem Horrorfilm Angst bekam, dann hätte ich die Person für verrückt erklärt und am besten gleich einen Platz im Irrenhaus reserviert. Zwar kannten Tim und ich uns erst seit 2 Tagen, aber es war, als würden wir schon Jahre befreundet sein. Wobei ich nicht mehr wusste, ob man das hier Freundschaft nennen konnte. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich war das alles nur eine Ablenkung für ihn, weil niemand anderes da war. Weil Tobi, Henrik und Veni abgefahren waren und generell kaum jemand geblieben war. Ich schloss einen kurzen Moment die Augen, versuchte meine Gedanken einigermaßen zu sortieren und einen klaren Kopf zu schaffen. Stegi? Fragte in diesem Moment eine dunkle Stimme direkt vor meinem Ohr. Ich riss erschrocken die Augen auf und sah auf Tims Hals. Ich hob den Kopf leicht und blickte in seine dunklen Augen. Unsicher nickte ich. Der Größere grinste bloß. Wir haben überlegt, dass wir ein kleines Match machen. Du und Palle gegen mich. Hast du Lust? Ich nickte schnell, woraufhin Tim Palle zulächelte. Mit einer fließenden, schnellen Bewegung drehte er sich um und warf meinem besten Freund den Ball zu. Bereit? Fragte er und drehte sich grinsend zu mir um. Sofort musste ich an diese Filme denken, wo immer die eine Person bereit fragte und die andere antwortete, bereit, wenn du es bist. Würde ich reden, hätte ich das vielleicht so ironisch gesagt, aber so nickte ich bloß. Obwohl Palle und ich uns gar nicht schlecht schlugen, war Tim uns um Meilen überlegen. Fang Stegi, rief Patrick in diesem Moment und ich drehte mich ruckartig um, um in letzter Sekunde den Ball aufzufangen, welcher auf mich zugeflogen kam. Ich wandte mich auf Tims Korb zu und sprintete so schnell ich konnte los. Vielleicht war ich nicht besonders stark, aber zumindest gehörte ich schon zu den Schnelleren aus unserem Jahrgang. Als ich vor dem Korb ankam, bremste ich abrupt ab und fixierte den Korb mit den Augen. Dann sprang ich ab. Der Ball prallte von oben gegen den Rand des Korbes, rollte eine Runde am Rand entlang, ehe er ins Netz fiel. Ja, rief Palle und kam lachend auf mich zu. Ich grinste ihn an und schlug mit ihm ein. Als ich zu Tim sah, beobachtete er uns mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Ich lächelte ihn vorsichtig an, woraufhin er mir freundlich zublinzelte. Vielleicht könnte das mit uns ja doch nochmal mehr als Hass werden. Und plötzlich ist alles ganz anders. Kapitel 17. Wenn die Sonne untergeht, wird irgendwie alles ruhig. Es gibt abends immer so ein paar Sekunden, in denen man kaum etwas hören kann. Als wäre die komplette Welt verstummt und hielte für einen Moment die Luft an. Viel zu schnell war dieser winzige Moment der Ruhe allerdings vorbei, denn eine warme Hand legte sich auf meine Schulter und ich hörte eine unglaublich schöne und tiefe Stimme leise. »Stegi, kommst du?« sagen. Ich drehte mich um und blickte in Tims braune Augen, welche mich abwartend anzulächeln schienen. Ich nickte kurz und sprang vom Fensterbrett ins Zimmer. Wir hatten beschlossen, heute Nacht noch bis spät in die Nacht in den Freizeitpark zu gehen. Irgendwie war da heute so eine Aktion, bei welcher alle Fahrgeschäfte bunt angestrahlt wurden und der Park bis 4 Uhr morgens offen hatte. Mit schrellen Schritten durchquerte ich das Zimmer, schnappte mir meine Jacke und folgte Tim nach draußen, wo bereits Palle auf uns wartete. Als wir eine halbe Stunde später im Park ankamen, war ich überrascht, wie groß er war. Das letzte Mal, dass ich in so einem Park gewesen war, war, als ich an Mias Geburtstag mit unseren Eltern dort gewesen war. Aber das war inzwischen fast 5 Jahre her und der Park war auch deutlich kleiner gewesen. Lass uns da reingehen, rief Tim in diesem Moment und riss mich somit aus den Gedanken. Ich fuhr hoch und folgte mit den Blicken Tims ausgestreckten Arm. Er zeigte auf eine Achterbahn, in welcher in riesigen, hell leuchtenden Lettern Fire Racer geschrieben stand. Ich blickte ihn nur ungläubig an, als ich die Loopings und vielen 360-Grad-Drehungen entdeckte.
Tim lachte leise, als er meinen Blick bemerkte. Komm schon, das ist doch gar nicht so schlimm. Sowas macht nicht Spaß, weißt du? Ich hob leicht eine Augenbraue an, woraufhin er nur nochmal lachen musste. Also, ich gehe da auf gar keinen Fall rein, meinte Palle in diesem Moment und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Ich meine, sieh dir das doch mal an, Tim. Das ist doch krank. Der Größere musterte uns einen Augenblick lang mit hochgezogener Augenbraue. Leute, was soll denn da passieren? Es ist doch alles abgesichert. Er lächelte uns aufmunternd zu, aber Patrick schüttelte bloß den Kopf. Sorry, Tim, aber da bekommen mich keine 10 Pferde rein. Der Braunhaarige ließ ein leichtes Stöhnen hören. Bitte, ich will da nicht allein rein. Zu zweit oder so ist das viel lustiger. Kommst du wenigstens mit, Stegi? Er warf mir einen fast schon flehenden Blick zu. Ich seufzte leise und warf noch einmal einen Blick zur Achterbahn. Eigentlich hatte er ja recht. Was sollte schon groß passieren? Würde das nicht gesichert sein, würde wohl niemand damit fahren. Nach einigem Zögern nickte ich schließlich langsam. Ein leichtes Lächeln breitete sich auf Tims Gesicht aus. Danke, das wird dir Spaß machen, versprochen. Ich lächelte unsicher und ein wenig ängstlich zurück, doch schon griff der Größere nach meiner Hand und zog mich hinter sich her zum Eingang. Die Warteschlange war zum Glück nicht allzu lang. Aber allein diese kurze Wartezeit machte mich beinahe verrückt. Unruhig trat ich von einem Bein das andere und fixierte die Warnhinweise. Nicht mit Herzfehlern fahren. Nicht mit Bluthochdruck fahren. Hatte ich vielleicht nicht Bluthochdruck oder einen Herzfehler? Ich hatte mich nie testen lassen. Könnte das also nicht sein? Ich warf einen ängstlichen Blick zu Tim, welcher vollkommen gelassen neben mir stand und die Hände in den Hosentaschen vergraben hatte. Er schien meinen Blick zu bemerken, denn er drehte den Kopf leicht und musterte mich kurz. Alles okay? Flüsterte er und blickte mich leicht besorgt an. Ich biss mir auf die Unterlippe und deutete ein Nicken an, woraufhin er leicht seufzte. Das wird wirklich nicht schlimm. Er lächelte mich aufmunternd an. Versprochen. Ich konnte bloß einen ängstlichen Blick erwidern und wandte mich wieder nach vorne. Plötzlich spürte ich, wie Tim seinen Arm sanft um mich legte und mich ein kleines Stückchen zu sich zog. Ich sah auf und einen kurzen Augenblick trafen sich unsere Augen. Seine wirkten gerade einfach so vertrauenswürdig. Sie waren so unglaublich schön. Er grinste sanft und ich lehnte mich unsicher gegen ihn. Eine angenehme Wärme ging von dem Größeren aus und es war auf einmal, als würde ich mich geborgen fühlen. Als würde alle Angst aus meinem Körper entweichen. Tim legte seine Hand, die hinter meinem Rücken war, leicht an meine Hüfte und lächelte mich aufmunternd an. Ich erwiderte das Lächeln und dieses Mal war es ein glückliches und echtes Lächeln. Als wir wenige Minuten später in der Bahn saßen und der Zug gleich ruckte, als er losfuhr, zuckte ich dann doch leicht zusammen und starrte mit einem dezenten Unbehagen auf die steil aufragende Strecke, wo wir gleich erstmal hochfahren würden. Die Bahn drehte sich, sodass wir quasi waagerecht in unseren Sitzen lagen und unsere Beine im 90-Grad-Winkel über uns waren. Ich krallte mich in den Sitz und versuchte, mich irgendwie festzuhalten, da ich das Gefühl hatte, gleich aus diesem Gefährt rauszufallen. Dann waren wir oben angekommen. Einen Moment hielt die Bahn an und ein unglaublicher Blick über die komplette Umgebung ermöglichte sich uns. Man könnte bestimmt bis zum Internat sehen, wenn es heller wäre. Überall konnte man Lichter reinsehen und über uns funkelten leicht die Sterne. Der Park leuchtete unter uns in den verschiedensten Farben. Doch dieser wunderschöne Ausblick war leider schon viel zu schnell vorbei, denn die Achterbahn beugte sich nach vorne und ermöglichte uns einen Moment einen Blick nach unten auf eine über 180 Grad gekippte Strecke. Ich stieß einen leichten, ungläubigen Keucher aus und krallte mich noch fester in den Sitz. In diesem Moment spürte ich, wie sich eine warme Hand über meine legte. Tim lächelte mich aufmunternd an und ich konnte nicht anders als zurückzulächeln. Eine angenehme Hitze stieg in mir auf. In diesem Moment kippte die Achterbahn endgültig und schoss in einem hellen Tempo die Gleise hinab. Ich spürte den Wind, der mir ins Gesicht pfiff und öffnete den Mund, wie alle um mich herum zu einem Schrei.
Unsere Schreie erfüllten die nächtliche Luft und Adrenalin schoss in meinem Körper hoch, als die Achterbahn in letzter Sekunde vor dem Boden hochgerissen wurde und in den ersten Looping fuhr. Eine Welle Glück breitete sich in meinem Körper aus und ich begann einfach zu lachen. Ich warf einen kurzen Seitenblick auf Tim, welcher ebenfalls lachte. Ein glücklicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Er drehte sich ebenfalls zu mir und rief etwas lachend über den Lärm hinweg. Ich lachte ebenfalls und deutete auf meine Ohren, um ihm zu signalisieren, dass ich nichts verstanden hatte. Der Braunhaarige grinste mich an und ich spürte, wie er den Griff in meine Hand verstärkte und dann mit seiner nach oben zog. Er hob auch seine andere Hand vom Sitz und streckte sie ebenfalls in die Luft. Dann sah er mich auf von und an. Ich blinzelte kurz und nahm dann ebenfalls die zweite Hand in die Luft. Ich spürte, wie Tim seinen Griff um meine Hand noch mehr verstärkte und ein euphorisches Glücksgefühl kam in mir hoch, als wir in den zweiten Looping fuhren. Ich wandte meinen Kopf wieder nach vorne und versuchte durch das blonde Haargewirr vor mir etwas sehen zu können. Ein glückliches Lachen kam aus meiner Kehle. Neben mir konnte ich auch Tim mit seiner tiefen Stimme lachen hören und unwillkürlich war es, als würde ich der glücklichste Mensch auf Erden sein. Ich glaube, dass diese Fahrt, auch wenn sie nur vielleicht 1 bis 2 Minuten dauerte, so ziemlich das Schönste war, was mir seit Ewigkeiten passiert war. Als wir schweratmend aus der Achterbahn stiegen und durch den Raum kamen, wo die von uns geschossenen Fotos waren, suchte ich mit den Augen nach unserem Bild. Als ich es entdeckte, musste ich sofort lächeln. Wir sahen beide nicht in die Kamera, sondern zum jeweils anderen. Unsere inneren Hände waren verschlungen in die Höhe gestreckt und auch die anderen reckten sich nach oben. Ein glückliches Lächeln lag auf unseren Gesichtern. Ich blickte zu Tim, welcher ebenfalls gedankenverloren das Bild betrachtete. Ein leichtes Lächeln lag auf seinen Lippen. »Wollen wir das kaufen?« fragte Tim grinsend und drehte den Kopf zu mir, woraufhin ich eifrig nickte. Der Ältere lachte leicht und holte dann ein Portemonnaie aus seiner Hosentasche. Als wir eine knappe Minute wieder vor dem Gebäude standen, merkte ich, dass Tims und meine Hände sich wie von selber wieder miteinander verschränkt hatten. Tim folgte meinem Blick und sah ebenfalls zu unseren Händen, welche sich sozusagen umklammerten. Er grinste mich leicht an. Es schien ihn nicht zu stören. Und irgendwie machte mich dieser Gedanke glücklich. Ich verstärkte den Händedruck leicht und spürte, wie Tim neben mir das Gleiche tat. Mit der freien Hand reichte der Braunhaarige mir in diesem Moment das Foto. Überrascht blickte ich ihn an. Nimm, es für dich. Er lächelte mich an und ich drehte mich leicht zur Seite, um mit der ebenfalls freien Hand an das Foto ranzukommen. Und in diesem Moment war es, als würde in meinem Gehirn etwas passieren. Als hätte es mit einem Mal beschlossen, dem muskulösen Jungen neben mir zu vertrauen. Ich wusste in diesem Moment noch nicht, ob es richtig war, aber es fühlte sich einfach viel zu richtig an, um falsch zu sein. »Danke«, meinte ich grinsend und lächelte ihn warm an. »Ist doch klar«, erwiderte Tim, unterbrach sich und blickte mich einen Moment lang ungläubig an. Dann breitete sich ein unglaublich breites Grinsen auf seinen Lippen aus. »Mach ich doch gerne«, sagte er, immer noch mit diesem fröhlichen Grinsen auf den Lippen. Ich nickte leicht und erwiderte ein Lächeln. »Komm«, meinte Tim und setzte sich wieder in Bewegung. »Ich wette, Patrick fragt sich schon, was wir die ganze Zeit machen.« »Every moment with you seems to be the best of my life.« So, ja, also meine so lange Wartezeit diesmal oder demnächst zu vermeiden, werde ich jetzt das Bild, was ich jetzt genommen habe, einfach immer wieder benutzen. Die Leinwand ist von Kritzelkiste und sie und Drachenmädchen sind verlinkt, also schaut bei ihr vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!